Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an, Samstagskonferenz ist auch wieder dabei, heute nur mit 4 Spielen. Und ich hatte die Entscheidung, soll ich Bayern gegen Bielefeld schon machen, obwohl Bayern noch in der Club-WM mitspielt. Ja, ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ich die Club-WM auch nicht so sonderlich überragend spannend finde. Aber ja, ist eh ein Montagabendspiel, dementsprechend auch läuft ein bisschen ferner liefen. Ich habe es jetzt hier mit reingemacht. Ist halt so. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten und los geht's mit RB Leipzig gegen Augsburg, dem Freitagabendspiel. Zum Auftakt in den 21. Spieltag trafen RB Leipzig und der FC Augsburg aufeinander, natürlich in der klaren Favoritenrolle. Die Gastgeber gegen zuletzt schwächelnde Fuggerstädter. Dani Olmo in der Frühphase hier mit dem Antritt. Adam, schöner Pass! Der von Gikiewicz nur vor die Füße abgewehrt werden kann. Von Alexander Sørloth, der hatte nicht viel Glück bislang in dieser Saison. Diesmal steht er aber goldrichtig und haut das Ding rein. RB Leipzig, die klar dominante Mannschaft der FC Augsburg, konnte hier nicht viel entgegenhalten. Das war tatsächlich sehr erschreckend. In der Defensive sehr anfällig. Angelinho verpasst es dann aber nach einer knappen halben Stunde auf 2:0 zu stellen, weil Rafael Gikiewicz was dagegen hat. Starke Parade des Augsburger Schlussmanns, den man heute nicht beneiden konnte. Allerdings hatte er zumindest keine Langeweile. Vor den Gästen kam lange Zeit nicht viel nach vorne. Groezo dann mal in der 40. Minute und da muss Gulaschi eingreifen. Mit einer guten Parade ist er schnell genug unten. Aus knapp 16, 17 Metern kommt hier der Schuss, nicht mehr abgefälscht, senkt sich dann aber am Ende fies. Doch Gulaschi ist zur Stelle. 1:0 nach 45 Minuten. Alexander Sørloth hatte das goldene Tor erzielt. Leipzig fuhr dann ein bisschen zurück im zweiten Durchgang. Wir sind schon in der allertiefsten Schlussphase. Augsburg hatte aber auch wirklich keine Ideen mehr. Das konnte Leipzig gut gefallen. Und so kamen sie hier zum Ende nochmal nach vorne mit Kevin Campbell, Dani Olmo und Alexander Sørloth zum 2:0 in der 88. Minute. Doppelpack für den Mann, der so einen unglücklichen Start hier bei Leipzig hatte. Vielleicht jetzt der Knoten geplatzt. Auf jeden Fall ist es ein guter Auftakt für Leipzig in den 21. Spieltag. Sie schlagen vollkommen verdient den FCA mit 2:0. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 21. Spieltag. 4 Partien haben wir heute auf dem Zettel. Unter anderem hier in Leverkusen das Duell mit dem langsam wieder aufkommenden 1. FSV Mainz 05. Und nichtsdestotrotz ist Bayer Leverkusen nach dem überzeugenden 5:2 gegen Stuttgart hier der klare Favorit. Apropos Stuttgart, die haben die Hertha aus Berlin zu Gast, wo Pal Dardai sicherlich jetzt die ersten Punkte sammeln möchte. Davon kann man ausgehen, aber auch Pellegrino Materazzo ist weiterhin auf Punktejagd nach eben diesem angesprochenen 2:5 in Leverkusen, das vor allem in der Deutlichkeit doch unnötig war. Hier soll man dann in der Mercedes-Benz Arena die Herthaner weiterhin auf dem falschen Fuß erwischen. Die haben sich aber formverbessert gezeigt, vor allem jetzt auch gegen den FC Bayern München. Trotzdem gab es eine Niederlage, also das wird hier auf jeden Fall ziemlich sicher ein enges Duell. Ab nach Dortmund. Da sind wir in Dortmund. Da ist die TSG aus Hoffenheim zu Gast. Hoffenheim zuletzt 1:3 unterlegen gegen die Mannschaft der Stunde, Eintracht Frankfurt. Der BVB verlor 2:1 bei Freiburg. Das hat auch wieder einige Diskussionen eröffnet und dementsprechend heute wieder Gutmachung angesagt für Schwarz-Gelb als auch für Hoffenheim. Da sind wir bei der letzten Station des 21. Spieltags, also die 4. Last but not least. Möchten wir dazu sagen, der SV Werder Bremen musste letzte Woche aussetzen, das Spiel gegen Bielefeld abgesagt wegen der Witterungsverhältnisse. Der SC Freiburg ist zu Gast und das auch eben angesprochen, die Breisgauer nach dem Sieg gegen den BVB sicherlich mit weiter Brust. Wollen wir jetzt starten in Leverkusen.
Das machen wir doch glatt. Bayern 04 Leverkusen in den schwarzen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Der erste FSV Mainz 05, wenig überraschend, in Rot. Leverkusen hat vielleicht so langsam den Faden wieder gefunden. Das 5:2 gegen Stuttgart. Vor allem in der Offensive hat es doch wieder Hoffnung gemacht. Da kam die Spielfreude wieder auf, die man von Peter Boss in der Offensive auch so gewohnt ist. Gegen Mainz sind sie der klare Favorit und da wollen sie dann auch sicherlich schnell alles klar machen, schnell die 3 Punkte sammeln, aber Mainz war eben zuletzt auch erfolgreich, vor allem Tor in Dortmund, Hause gefährlich und jetzt das Tor in Dortmund. 0:1 für die Gäste, der ganz frühe Nackenschlag für Borussia Dortmund, Ishak Belfodil bringt die Gäste in Führung, Baumgartner mit dem Lupfer hinter die Kette, Ishak Belfodil ziemlich alleine gelassen. Emre Can heute wieder als rechter Verteidiger aufgeboten, hebt noch den Arm, aber keine Abseitsposition hier, die vorgelegen hatte. Das ist für den BVB mal wieder ein heftiger Rückschlag. Sie haben noch genug Zeit, das Ganze zu wenden, aber das Nervenkostüm ist momentan nicht in der allerbesten Verfassung. Wird schwierig für Dortmund hier dann, jetzt hier das ganze Tor in Leverkusen aus den Klamotten zu schütteln und der nächste Treffer in Leverkusen. 1:0 für Bayer 04, der frühe Führungstreffer für die Gastgeber. Keine 10 Minuten gespielt, also auch hier ein frühes Aufschreien, aber eben für die Gastgeber. Fosu Mensah sticht der um ein Haar. Noch ein Handelfmeter zuletzt verschuldete gegen den VfB Stuttgart. Hier kommt er ganz weit vorne zum Abschluss und überwindet Robin Zentner, der im kurzen Eck dann trotzdem keine Chance mehr hat. 10 Minuten also hier von der Uhr. Allerdings war das hier auch unsere erste Station. Wir wollen mal ein Stadion weiterschauen. Womit wir in Stuttgart landen und uns hier keine überragende, aber eine ganz gute Möglichkeit des VfB nochmal anschauen. Die resultierende Ecke steht hier gerade an. Mangala wird den Ball reintreten. Aber macht das nicht unbedingt gut. Luke Bacchio kann den erstmal aus der Gefahrenzone bringen. Kempf macht es nochmal heiß. Darida jetzt vielleicht. Der Tor in Bremen. Konter, aber wir haben Tor in Bremen. Das geht vor. 1:0 Werder. Leonardo Bittencourt bringt den SV Werder Bremen in Front. Sie konnten sich ja letzte Woche ausruhen, nachdem sie im Pokal gegen Fürth weitergekommen waren. Freiburg musste ran gegen Dortmund. Und hier ein schnörkelloser, wuchtiger Abschluss von Bittencourt, der auch viel Platz bekommt und in der 11. Minute zusticht. Der SC Freiburg aber sicherlich auch in der Lage, das hier realistisch einzuordnen. Es ist genug Zeit, aber Bremen, das letzte Bundesligaspiel, wir erinnern uns kurz, gegen den FC Schalke 04, das lief alles andere als glatt ab. Jetzt sind sie hier von der ersten Sekunde an hellwach und führen nicht unverdient. Das also hier der erste Eindruck und dementsprechend eine Station weiter. Landen bei Dortmund, wo der Gast seit der 7. Minute in Führung ist. Es ist wie verhext beim BVB. Es wurde schon viel diskutiert, am Ende zählen aber dann halt auch nur Resultate. Die blieben zuletzt häufig aus. Und so sieht es momentan auch wieder aus. Knapp 20 Minuten gespielt hier und es steht eben nach wie vor 0:1. Nach vorne zwar einige Möglichkeiten. Tor in Bremen! Aber ein bisschen zu wenig ist es noch. Und der nächste Treffer in Bremen. Der Ausgleichstreffer durch Santa Maria. Sehenswert gemacht. Muss man nochmal kurz gucken, ob das nicht vielleicht eine Abseitssituation war. Aber vertrauen wir einfach mal drauf. Engelkiste. Trotzdem wunderbar gemacht. Und das ist viel zu viel Platz. Klar,
Wenn da Werder auf Abseits spielt, dann entstehen da auch diese Räume, aber es hat nicht geklappt mit der Abseitsfalle. So steht es hier 1:1 nach 20 Minuten und wir gucken woanders vorbei. Ja, hier in Stuttgart warten wir noch auf einen Treffer. Die einzige Partie, die noch kein Tor gesehen hat. Die Chancen waren da, der VfB Stuttgart in der Anfangsphase besser. Mittlerweile findet die Hertha besser rein und kommt mit Darida und Piontek. Das 0:1 gegen die Bayern war schon ärgerlich für die Hertha. Also da hätte man sich sicherlich einen Punkt verdient gehabt. Aber man muss eben die Dinger machen. Und durch den Sieg von Köln gegen Gladbach ist der Druck von hinten doch wirklich immens. Also langsam muss man punkten, so gut die Mannschaft auch sein mag. Da kommt die Hertha gerade aber nicht durch. Deswegen, ja, geben wir jetzt weiter. Landen wieder beim BVB. Knappe halbe Stunde hier gleich gespielt und sie beißen sich hier ein Stück weit die Zähne aus an der TSG, die das jetzt in der Defensive gut macht. Reus mit der Hacke zu Guerrero, der stand aber in Abseitsposition. Kommt dann auch ein bisschen dazu. Knapper Meter, geht so in Ordnung, macht Hoffenheim dann auch gut. Und was für die Hertha gilt, ist ebenso für Hoffenheim zutreffend. Die müssen aufpassen, nicht von unten noch überholt zu werden. Auch da kann man sagen, ja, viel Pech dabei in der Saison. Die Resultate kamen einfach nicht, obwohl die Spiele es hergegeben hätten. Ob so ist oder nicht, mal dahingestellt. Man muss eben seine Siege und seine Punkte einfahren. Heute sind sie auf einem ganz guten Weg, aber das wird auch noch ein harter Ritt. Der Ball zu Can, gut gespielt. Und Haaland mit dem 1:0, Fahne bleibt unten. 36. Minute, das 1:1 für den BVB. Und das war jetzt von Hoffenheim eben nicht gut gemacht. Sancho, der den Ball hier lange halten kann. Dann ist da die rechte Außenbahn zu frei. Der ist von Can gut rübergelegt, dem rechten Verteidiger heute wieder. Und Haaland, der mit der Seite einschiebt und sich ein bisschen den Frust von der Seele schießt. 1:1 hier in Dortmund. Wir wechseln wieder nach Bremen. Wo es ja ebenfalls 1:1 steht. Der SV Werder Bremen hat sich das ein bisschen selbst zuzuschreiben. Stand da nicht gut beim Gegentreffer. Freiburg ist aber auch mittlerweile wirklich sehr gut in der Partie. Lukas Höhler über die rechte Seite. Legt nochmal zurück auf Jonathan Schmid. Und die Freiburger sind ja nicht mehr allzu weit von der 40-Punkte-Marke entfernt. Auch wenn in dieser Saison, so wie es scheint, wahrscheinlich auch weniger Punkte reichen würden. Aber 40 wären dann wirklich sicher. Dazu fehlen 10 Punkte aktuell. Nur noch 9. Santa Maria. Und da ist der SC Freiburg drauf und dran, das Spiel vor der Pause sogar noch zu drehen. Das ist eine sehr gute Situation. Santa Maria fast mit dem Doppelpack, wenngleich der wohl auch vorbeigegangen wäre. Pavlenka kann sich mal auszeichnen, ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Tor in Leverkusen! Und nochmal ein Tor in Leverkusen vor der Pause. Patrick Schick mit dem 2:0. Leverkusen erhöht. Und der erste FSV Mainz 05. Steht hier dann kurz vor der Pause mit dem Rücken zur Wand. Schickt er sich das hier selbst so ein bisschen einleitet. Dann der schöne Pass nach vorne von dem hierbei müsste der gekommen sein. Und Schickt, der es dann locker flockig macht. Vorbei an Robin Zentner. 42 Elfmeter Minuten in Bremen von der Uhr und wir gehen zurück nach Bremen. Da gibt es Elfmeter. Elfmeter für den SC Freiburg in der 43. Spielminute. Unglückliche Szene. Versuchen wir es nicht zu verstehen, sondern akzeptieren wir es so. Aber da einen Handelfmeter raus zu interpretieren, das ist schon schwierig. Grifo wird es egal sein. Und Grifo ist es egal. 1:2. Super platzierter Elfmeter. Pavlenka spekuliert auf die Mitte. Doch dieses Spielchen geht der Sportclub nicht mit. In Person Vincenzo Grifo. Oben rechts rein. Nicht super platziert, aber
selbst wenn Pavlenka die Ecke hat. Es ist schwer, den zu halten. Freiburg dreht das Spiel. 2:1 hier. Wir wechseln kurz vor der Pause noch einmal die Station. Da schaut man aus Stuttgart doch ein bisschen neidisch auf die anderen Plätze. Überall schon Tore gefallen. Mindestens 2. Hier noch 0 Tore auf der Habenseite. Jetzt vielleicht Darida. Toussaint. Nicht so schlecht. Nochmal die Möglichkeit und dann ist auch schon Pause. Die Hertha wird hier gefährlicher und hätte auch schon in Führung gehen können. Kobel aber hält seinen Kasten noch sauber. Das war es erstmal aus der ersten Halbzeit. Wir schauen in der Pause kurz auf die Ergebnisse und freuen uns dann hoffentlich auf weitere zweite spannende 45 Minuten. Jo, hier habt ihr einmal die Ergebnisse im Überblick. Zwar nur 4 Spiele, aber schon torreicher als in der letzten Woche. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es gefällt, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Ja, weiter geht's. Zurück in der Konferenz. Wir beginnen in Leverkusen, wo wir nochmal auf die 2 Treffer aus der ersten Halbzeit blicken, dass hier das 1:0 von Fosu-Mensa in der Frühphase des Duells und kurz vor der Pause dann noch einmal Patrick Schick, hier haben wir ihn. Wunderbar serviert und so eine doch ziemlich komplizierte, komplexe Aufgabe im zweiten Abschnitt für Bayer 04, nicht für den ersten FSV Mainz 05 natürlich. Also wird schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Leverkusen in der Defensive ja durchaus hier und da ein bisschen schwach auf der Brust, wobei sich das ja unter Peter Boss auch gebessert hat, kann man auf jeden Fall sagen. Und dementsprechend die Ausgangsposition für Leverkusen ist herausragend. Und es spricht auch nicht viel für Mainz, sie haben nicht so viel getan. Aber da lassen sich vor allem die Mainzer Fans sicherlich gerne eines Besseren belehren. Leverkusen wird das Gegenteil anstreben. Das sind die ersten Eindrücke von hier. Vielleicht sogar die Möglichkeit zum 3:0. Schick schließt ab, aber Stefan Bell ist dazwischen. Schauen wir noch einmal ganz kurz auf die Möglichkeit und dann wechseln wir gleich einmal die Station. Tor in Stuttgart! Ja, und zwar nach Stuttgart, wo wir den ersten Treffer der zweiten Halbzeit haben. 1:0, Hertha! In der ersten Halbzeit haben wir vergeblich drauf gewartet und jetzt haben wir den frühen Einschlag auf Seiten des VfB, also auf der Torseite des VfB. Piontek wird bedient von Wladimir Darida, dann ein Schuss mit der linken Innenseite ins kurze Eck, aber für Kobel aus der Distanz nicht zu machen. Die Führung für die Hertha. Das hatten wir aber unter Pal Dardai beim letzten Auswärtsspiel schon gegen Frankfurt. Da hat auch Piontek zugeschlagen und nur wirklich minimal später kam dann der Ausgleich. Wir melden uns, wenn das passiert und schauen jetzt in Dortmund vorbei. Wo die Karten ja wieder komplett neu gemischt worden sind durch das 1:1 von Erling Haaland. Somit die Ausgangslage 50-50. Aber Dortmund vielleicht mit dem kleinen Momentum zumindest auf der eigenen Seite. Weiter Ball von Delaney nach vorne auf Jadon Sancho, nicht im Abseits. Wo ist die Unterstützung? Von hinten kommt sie dann in Tor in Stuttgart. Moray und schon wieder Tor in Stuttgart. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Und schon wieder die Hertha. Darida mit dem 2:0. In der 58. Spielminute, das ist ein Albtraumstart für den VfB in diesem zweiten Abschnitt. Guendouzi spielt ab und Stuttgart zeigt Auflösungserscheinungen in der Defensive, wie man es gegen Leverkusen teilweise schon gesehen hatte. Nur, dass halt nach vorne auch momentan nicht so viel geht. 2:0, das wird jetzt ein ganz dickes Brett zu bohren für die Gastgeber. Auch für den SV Werder Bremen gibt es hier ein Brett zu bohren. Das ist nicht ganz so dick, denn man liegt nur in Anführungszeichen mit einem Tor hinten 1:2. Und das, obwohl man sogar geführt hatte, relativ früh in der Partie. Der SC Freiburg
aber beeindruckenderweise noch vor der Pause zurückgekommen. Dieser, sagen wir mal, umstrittene Handelfmeter, er sorgte dann hier für die Halbzeitführung für die Breisgauer und Freiburg kommt schon wieder. Schlecht spielen sie auf Tor jeden Fall Leverkusen. Nicht. Also es ist nicht unverdient und unverdient auch der Treffer in Leverkusen nicht. Ja, er kommt ziemlich aus dem Nichts, dieser Treffer für Mainz, aber sie sind wieder da. Jonathan Burkhardt mit dem Anschlusstreffer, weil Jonathan Tah sich hier verspekuliert. Lazza legt da nochmal rüber. Tabsoba kommt einen Schritt zu spät und von Radetzkis Oberarm geht der Ball dann ins Netz. Verkettung unglücklicher Möglichkeiten oder Ereignisse, besser gesagt. Mainz wird es egal sein. Sie sind wieder zurück. 2-1 nur noch. Wir melden uns dann bei Gelegenheit wieder. Wir landen wieder hier bei Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß. Irgendwie so in diese Richtung. Allerdings Hoffenheim heute in den blauen Heimtrikots. Sie haben hier den Dortmundern in der Vergangenheit schon des Öfteren das Leben mal so richtig schwer gemacht. Und ja, dementsprechend auch hier wieder diese doch sehr ausgeglichene Partie. Zumal eben Dortmund auch nicht auf der Schaffungsobergrenze spielt, sondern momentan eben sehr viele Probleme hat. Und Elfmeter in Stuttgart. Man auch hier und wir haben Elfmeter in Stuttgart. Es könnte jetzt richtig bitter werden für den VfB, denn es gibt Elfmeter für die Hertha. 69. Minute, Marc-Oliver Kempf. Das ist aber ja ein Faustball, den er da einfach wegdrischt. Das ist zwar im Zweikampf mit Guendouzi passiert, aber da gehört der Arm und die Hand einfach nicht hin. Mateusz Kunja mit der Möglichkeit. Hertha zuletzt nicht unbedingt immer erfolgreich vom Punkt. Und Kunja ebenfalls nicht. Wahnsinn. 70. Minute, den haut er vorbei. Naja, trotzdem noch die 2-0-Führung für die Hertha. Wir wechseln nochmal die Station. Ja, kurioser Elfmeter. Hier hatten wir auch einen, der gesessen hat und Freiburg nach wie vor in Führung sein lässt. Werder Bremen probiert es, aber Freiburg auch immer wieder mit Entlastungsangriffen und dadurch sammeln sie ungeheuer viel Zeit. Christian Günther, der hier Ewigkeiten den Ball halten kann und es wird von Bremen auch nicht so richtig Druck gegeben. Also Günther hat hier den Ball und kann jetzt sogar die nächste Offensivaktion einleiten. Dann geht es eben auch schnell nach vorne. Grifo, der es hier probiert. Schöne Annahme mit dem Oberschenkel, dann Vejkovic, der sich reinschmeißt. Und Pavlenka, der sich bedankt bei seinem Vordermann. Aber ansonsten ist das gerade ein dürftiger Auftritt der Elf von Florian Kohfeldt. Jonathan Spieth bringt den rein. Den schauen wir uns noch kurz an. Wird aber nicht gefährlich und wir wechseln das Stadion. Obwohl Leverkusen doch tatsächlich nochmal ins Schwimmen gerät, Sinkgraven hier auch Chicago scharf mit Jonathan Burkhardt. Da setzt sich der linke Verteidiger allerdings durch. Und jetzt Alario. Und jetzt Alario. Also doch die Entscheidung. Geht los bei dem Ballgewinn von Sinkgraven in der eigenen Hälfte. Dann geht es relativ schnell nach vorne, obwohl Mainz eigentlich genug Spieler in der eigenen Hälfte hat. Alario kommt dann aber trotzdem zu frei. Zum Abschluss. Sehr weit auseinandergezogen hier die Verteidigungskette. Niakate, der Siegtorschütze vom Spiel gegen Union. Kommt hier dann zu spät. Ist aber auch nicht unbedingt sein Zuständigkeitsbereich. 3-1, das dürfte es dann tatsächlich jetzt doch gewesen sein. Der Funken Hoffnung, er kam nur ganz kurz mal zum Vorschein nach diesem 2-1 von Burkhardt. Tor in Dortmund! Hier tatsächlich wohl die Entscheidung und wir haben 10 Minuten vor dem Ende nochmal ein Tor in Dortmund. Die zweite Führung für die Gäste. Ilas Bebu mit dem 2-1. Er traf gegen Frankfurt nach Einwechslung. Jetzt steht er hier am zweiten Pfosten
nicht frei, aber darf da ungehindert hochgehen. Guerrero ist da, hat aber nur Augen auf den Ball. Bis dann Bebu hochsteigt und einigt und gar nicht zu halten ist. Für Marvin Hitz aus kurzer Distanz. Und der nächste Schock für den BVB. Jetzt muss man ja sagen, wäre ja schon ein Unentschieden das höchste der Gefühle. Und auch das wäre eigentlich zu wenig für die Ansprüche, die man hat. Dortmund hat noch 10 Minuten Zeit, das hier eben komplett zu wenden. Aber erstmal wären 2-2 notwendig. Wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Geht jetzt aber logischerweise nur noch in eine Richtung. Guerrero kommt gegen Richards nicht durch. Der klärt das gut und wir klären auch nochmal. Mittelstädt zu Piontek. Boah, Glanzparade von Gregor Kobel. Also hier ist eigentlich auch alles klar. Der VfB Stuttgart wird hier nicht mehr zurückkommen, trotz des Elfmeter-Fehlschusses von Kunja. Dafür ist die Hertha heute viel zu gut. Radonjic mit der Flanke und Mittelstädt dann doch mit dem 3:0. 88. Minute, jetzt ist hier endgültig alles klar. Sehr gut durchgesetzt von Radonjic, der da auch ganz schnell beim Jubeln ist. Hat auch gute Ansätze nach seiner Einwechslung gegen die Bayern und das ist jetzt der Knockout für Stuttgart. Sie kassieren einfach zu viele Gegentore und zu Hause tun sie sich ja sowieso relativ schwer in dieser Saison. Mavropanos verliert da Mittelstädt aus den Augen und der macht hier alles klar. Und dementsprechend wechseln wir noch einmal den Standort, denn hier ist es komplett gegessen. Dortmund nochmal. Sancho, der nicht durchkommt gegen Posch und Kevin Vogt rettet den sogar noch vom Eckstoß. Delaney zu Bellingham. Gibt's den Lucky Punch. Thomas Delaney nochmal. Wo ist die Lücke? Dahoud verpasst das Abspiel. Baumann hat den Ball, muss ihn eigentlich wegdreschen. Und das war's tatsächlich. Das Spiel ist vorbei. Dortmund verliert wieder mit 2:1. Diesmal zu Hause gegen Hoffenheim. Und Delaney und Co. können es nicht glauben. Hoffenheim feiert nach der Pleite zuletzt gegen Frankfurt. Wir wechseln nochmal nach Bremen. Im Weserstadion läuft es nämlich noch. Werder Bremen hat sich hier mit dieser 1:2-Pleite noch nicht abgefunden. Günther klärt etwas unfreiwillig zur Ecke und Pavlenka mit weiten Schritten nach vorne. Zweite Minute der Nachspielzeit. 20 Sekunden noch offiziell auf der Uhr. Beziehungsweise offiziell zur Nachspielzeit. Eckball von der rechten Seite. Der Ball kommt. Nicht so schlecht. Lienhardt klärt nochmal. Und Bittencourt bleibt lieber weg. Es gibt nochmal Ecke. Pavlenka kann gleich vorne bleiben. Dürfte wohl die letzte Szene sein in diesem Spiel. Nochmal Bittencourt. Die Flanke kommt und Rashica mit dem Tor. Rashica mit dem 2:2. Nickt das Ding ein über Müller hinweg. Ich weiß nicht ganz, was das hier mit der Kamera ist, aber der Ball ist im Tor und Rashica macht das 2:2 in der 90. Minute und der Treffer zählt. Die Regie gönnt uns hier nicht noch mehr Einstellungen, aber das dürfte Bremen egal sein. Was für ein Finish, Werder holt sich das 2:2 in allerletzter Sekunde. Und auch gefeiert wird in Stuttgart, allerdings bei den Gästen. Das kann man wohl sagen, Unverständnis beim VfB Stuttgart, aber das war kein guter Auftritt. Vielleicht einer der schwächsten in dieser Saison gegen, aber auch eine wirklich sehr gut und dominant auftretende Hertha-Mannschaft, die in der ersten Halbzeit abwartend gespielt hat, aber doch auch schon in Ansätzen gezeigt hat, wozu sie in der Lage sind und dann am Ende mit 3:0 sogar noch ein verschossener Elfmeter sehr deutlich hier gewonnen gegen den VfB. Das war's aus der Konferenz. Bleiben Sie auf jeden Fall am Ball. 1:0 Werder. Leonardo Bittencourt
bringt den SV Werder Bremen in Front. Sie konnten sich ja letzte Woche ausruhen, nachdem sie im Pokal gegen Fürth weitergekommen waren. Freiburg musste ran gegen Dortmund. Und hier ein schnörkelloser, wuchtiger Abschluss von Bittencourt, der auch viel Platz bekommt. Der Ausgleichstreffer durch Santa Maria, sehenswert gemacht. Muss man nochmal kurz gucken, ob das nicht vielleicht eine Abseitssituation war, aber vertrauen wir einfach mal drauf. Engelkiste. Trotzdem wunderbar gemacht. Und das ist viel zu viel Platz. Klar, wenn der Werder auf Abseits spielt, dann entstehen da auch diese Räume. Aber es hat nicht, sondern akzeptieren wir es so. Aber da einen Handelfmeter raus zu interpretieren, das ist schon schwierig. Grifo wird es egal sein. Und Grifo ist es egal. 1:2. Super platzierter Elfmeter. Pavlenka spekuliert auf die Mitte. Doch dieses Spielchen geht der Sportclub nicht mit. In Person Vincenzo Grifo. Oben rechts rein. Nicht super platziert, aber selbst wenn Pavlenka die Ecke hat, ist es schwer, den zu halten. Freiburg dreht das Spiel. 2:1 hier. Wir wechseln kurz vor der Pause noch einmal die. Die Flanke kommt und Rashica mit dem Tor. Rashica mit dem 2:2. Nickt das Ding ein, über Müller hinweg. Ich weiß nicht ganz, was das hier mit der Kamera ist, aber der Ball ist im Tor. Und Rashica macht das 2:1 für Bayer 04. Der frühe Führungstreffer für die Gastgeber. Keine 10 Minuten gespielt, also auch hier ein frühes Aufschreien, aber eben für die Gastgeber. Fosu Mensah sticht, der um ein Haar noch einen Handelfmeter zuletzt verschuldete gegen den VfB Stuttgart. Hier kommt er ganz weit vorne zum Abschluss und überwindet. Patrick Schick mit dem 2:0, Leverkusen erhöht. Und der erste FSV Mainz 05 steht hier dann kurz vor der Pause mit dem Rücken zur Wand. Schick, der sich das hier selbst so ein bisschen einleitet. Dann der schöne Pass nach vorne von dem hierbei müsste der gekommen sein. Und Schick, der es dann locker flockig macht. Ja, er kommt ziemlich aus dem Nichts, dieser Treffer für Mainz, aber sie sind wieder da. Jonathan Burkhardt mit dem Anschlusstreffer, weil Jonathan Tah sich hier verspekuliert. Lazza legt da nochmal rüber. Tabsoba kommt einen Schritt zu spät. Und von Radetzkis Oberarm geht der Ball dann ins Netz. Verkettung unglücklicher Möglichkeiten. Jonathan Burkhardt, da setzt sich der linke Verteidiger allerdings durch. Und jetzt Alario. Und jetzt Alario. Also doch die Entscheidung. Geht los bei dem Ballgewinn von Sinkgraven in der eigenen Hälfte. Dann geht es relativ schnell nach vorne, obwohl Mainz eigentlich genug Spieler in der eigenen Hälfte hat. Alario kommt dann aber trotzdem zu frei zum Abschluss. Sehr weit auseinandergezogen hier die Verteidigungskette. Niakate, der Siegtorschütze vom Spiel gegen Union, kommt hier dann zu spät. Ist aber auch nicht unbedingt ein Zuständigkeitsbereich. 3:1, das so. 1:0, Hertha. In der ersten Halbzeit haben wir vergeblich drauf gewartet und jetzt haben wir den frühen Einschlag auf Seiten des VfB, also auf der Torseite des VfB. Piontek wird bedient von Wladimir Darida, dann ein Schuss mit der linken Innenseite ins kurze Eck, aber für Kobel aus der Distanz nicht zu machen. Und schon wieder die Hertha. Darida mit dem 2:0. In der 58. Spielminute. Das ist ein Albtraumstart für den VfB in diesem zweiten Abschnitt. Gendouzi spielt ab. Und Stuttgart zeigt Auflösungserscheinungen in der Defensive, wie man es gegen Leverkusen teilweise schon
gesehen hatte, nur dass halt nach vorne auch momentan nicht so viel geht. 2-0 mit der Möglichkeit, Hertha zuletzt nicht unbedingt immer erfolgreich vom Punkt und Cunha ebenfalls nicht. Wahnsinn, 70. Minute, den haut er vorbei. Naja, trotzdem noch die 2-0-Führung für die Hertha. Und Cunha, dafür ist die Hertha heute viel zu gut. Radonjic mit der Flanke und Mittelstädt dann doch mit dem 3-0. 88. Minute, jetzt ist hier endgültig alles klar. Sehr gut durchgesetzt von Radonjic, der da auch ganz schnell beim Jubeln ist. Hat auch gute Ansätze nach seiner Einwechslung gegen die Bayern. Und das ist jetzt der Knockout für Stuttgart. Sie kassieren einfach zu viele Gegentore. Und zu Hause tun sie sich ja sowieso relativ schwer in dieser Saison. Mavropanos verliert da Mittelstädt aus den Augen. Und der macht hier alles klar. Und dementsprechend wechseln wir noch einmal den 0-1 für die Gäste. Der ganz frühe Nackenschlag für Borussia Dortmund. Isak Belfodil bringt die Gäste in Führung. Baumgartner mit dem Lupfer hinter die Kette. Isak Belfodil ziemlich alleine gelassen. Emre Can heute wieder als rechter Verteidiger aufgeboten. Noch ein harter Ritt. Der Ball zu Can gut gespielt. Und Haaland mit dem 1-0. Fahne bleibt unten. 36. Minute. Das 1-1 für den BVB. Und das war jetzt von Hoffenheim eben nicht gut gemacht. Sancho, der den Ball hier lange halten kann. Dann ist da die rechte Außenbahn zu frei. Der ist von Can gut rübergelegt, dem rechten Verteidiger heute wieder. Und Haaland, der mit der Seite einschiebt und sich ein bisschen den Frust von der Seele schießt. 1-1 hier in Dortmund. Die zweite Führung für die Gäste. Ilas Bebu mit dem 2-1. Er traf gegen Frankfurt nach Einwechslung. Jetzt steht er hier am zweiten Pfosten. Nicht frei, aber darf da ungehindert hochgehen. Guerrero ist da, hat aber nur Augen auf den Ball. Bis dann Bebu hochsteigt und einnickt und gar nicht zu halten ist. Man kann den FC Schalke 04 aktuell wirklich nicht beneiden, aber der erste FC Union Berlin, er hat auch momentan so seine Problemchen, die natürlich Luxusprobleme sind im Vergleich mit den Königsblauen, aber trotzdem möchte man aus Unioner Sicht auch langsam wieder zurück in die Spur finden. Da hat man doch zuletzt vor allem nach Rückständen nie mehr die Antworten gefunden und hier hätte es fast einen Rückstand gegeben durch Matthew Hoppe, der hier Andreas Lute testet, der mal wieder eine richtig gute Partie spielte. Musa heute bei Union Berlin in der Startformation, macht ihr gleich mal auf sich aufmerksam. Awoni zu Ingwarzen, dann in letzter Instanz aber Ralf Fährmann dazwischen, der den Rückstand verhindert. Es wird wirklich immer enger und enger für den FC Schalke 04. Und so auch hier wurde mit laufender Spielzeit der Gastgeber immer besser. Und Schalke zog sich mehr zurück, wurde ängstlicher nach dem 0-3 gegen Leipzig, wo sie auch erst kurz vor dem Seitenwechsel den Gegentreffer kassierten. Und hier war es wirklich dann ganz knapp davor. Taiwo Awoni, super Direktabnahme, der geht dann einen knappen halben Meter vorbei, ob Ralf Fährmann da rangekommen wäre, hypothetisch. War aber noch nicht ganz Pause, noch einmal Union Berlin, Schalke nach guter Anfangsphase, dann aber hier doch deutlich schwächer und im Hinterherlaufen. Trimmel hat das Auge für Musa, der legt quer zu Ingwarzen und dann steht es nach 44 Minuten 1-0 für Union Berlin. Da setzt sich Ingwarzen gut ab, auch zu leicht. Wie er dann da den Platz bekommt für Fährmann, ist dann aus der Distanz mal wieder nichts auszurichten. Union Berlin also vollkommen im Soll. 1-2 Siege sollten es zum sicheren Klassenerhalt dann noch werden. Und das sind ja die Dimensionen, in denen Union Berlin denkt. Der FC Schalke 04 möchte irgendwie Platz 16 erreichen, aber die Konkurrenz, sie punktet eben auch. Und die Tabelle ist dann gnadenlos und das Spiel nicht wirklich überzeugend von Seiten der Königsblauen. Hier mal eine symptomatische Abseitsposition herausgearbeitet. Union Berlin hatte aber auch noch nicht alles klar gemacht. Das 2-0 sollte her, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Dann nochmal Awoni mit einem
der wenigen Abschlüsse hier am Samstagabend. Fährmann nochmal mit der Parade, aber es sollte nichts mehr machen. Schalke kam nicht mehr nach vorne. Union Berlin holt den knappen Sieg, aber vollkommen verdient schlagen sie den FC Schalke 04. Und da wird es eben von Spieltag zu Spieltag unwahrscheinlicher mit dem Klassenerhalt. Eintracht Frankfurt momentan in einer überragenden Verfassung. Zu Gast der erste FC Köln, der zuletzt immerhin Borussia Mönchengladbach auf des Gegners Platzes schlagen konnten. Hier aber ein sehr überzeugender Start von Frankfurt. Erste Möglichkeit von Kamada eingeleitet. Erik Dohm mit dem Abschluss. Timo Horn mit einer sehr guten Parade. Schon über eine halbe Stunde gespielt. Frankfurt deutlich überlegen. Aber es fehlte so der hundertprozentige Punch. Silva zu Kamada. Das war dann jetzt aber auch ein bisschen Pech mit dabei. Timo Horn wäre geschlagen gewesen. Frankfurts Führung eigentlich überfällig. Jetzt dann mal der erste FC Köln. Dennis Jakobs zu Dennis nochmal. Özkan spielt dann diesen Pass zu Rex Bischai. Der scheitert an Trapp, aber im zweiten Versuch macht das. Elvis Rex Bischai. Der Torschütze, der Doppelte vom Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Und auch hier schlägt er wieder zu. Bringt Köln in Führung und wie das passieren konnte, wusste eigentlich keiner so richtig. Frankfurt in der Defensive dann aber etwas zu nachlässig, hatten jetzt in der zweiten Halbzeit den Zugzwang. Und klar, dazu in der Lage sind sie auf jeden Fall, das zu drehen. Auch zuletzt das Ganze bewiesen gegen die Hertha, wo sie zur Pause zurücklagen. Nicht zur Pause zurücklagen, aber da lagen sie zurück. Es war aber schwer hier durchzukommen, denn das Defensivspiel, das hat der erste FC Köln tatsächlich perfektioniert unter Markus Gisdol. Das läuft richtig gut und wenn sie in der Defensive erstmal den Beton angerührt haben, dann wird es brutal schwer, da durchzukommen. Frankfurt biss sich die Zähne aus. Nochmal in der Schlussphase Djibril Sow mit einem Vorstoß. Djibril Sow, doch Rex Bischai auch hinten aktiv und Skiri, der das Ganze dann klären kann. Und es kam nicht mehr. Frankfurt kam einfach nicht durch. Es konnte diese fantastische Offensive nicht in Erscheinung treten und so gewinnt Köln tatsächlich zum zweiten Mal in Folge auswärts bei einer Spitzenmannschaft. Die Niederlage gegen den ersten FC Köln war für Borussia Mönchengladbach schon eine herbe Enttäuschung. Beim VfL Wolfsburg ist die Gefühlslage ganz anders. Da läuft es momentan einfach wie am Schnürchen. Und hier gegen die Borussia aus Mönchengladbach hatte man auch die ersten offensiven Ansätze. Hier Stindl, der sich reinschmeißt in den Defensiv-Zweikampf und einen gefährlichen Abschluss verhindern kann. Man merkt die beiden Mannschaften die anstrengenden Wochen an und auch hier intensives Fußballspiel. Das ist mal einer der wenigen Vorstöße von Gladbach und der ist gleich ganz gefährlich. Player schickt da Hofmann in die Offensivszene. Der legt nochmal quer, eigentlich gut, aber Brooks ist in letzter Instanz da und kann den dann doch noch bereinigen. Zur Pause stand es 0:0 unter dem Strich. Ein eher enttäuschendes Spiel, wenn man sich die beiden Namen der Mannschaften nochmal vor Augen führt. Aber das ist sicherlich auch eben den fordernden Wochen zuletzt geschuldet. Jetzt wieder Borussia Mönchengladbach und Thüram. Direkt nach 10 Minuten mal mit einem dicken Ausrufezeichen. Treffer hätte nicht gezählt, stand auch im Abseits. Der Pass von Leiner, der so übel patzte gegen den ersten FC Köln, das 2:1 verursachte. Der Pass ist gut, aber Thüram eben im Abseits. Trotzdem sehenswerte Direktabnahme. Im zweiten Durchgang dann Gladbach schon die bessere Mannschaft. Und was für ein Pass von Neuhaus aus Lars. Stindls Chance wird allerdings nichts, weil Kuhn-Castells einfach ein klasse Torhüter ist und auch eine super Statistik überhaupt aufzuzeigen hat, die er hier mal wieder bestätigt. Super Tat gegen Stindl. Vom VfL Wolfsburg lange Zeit relativ wenig zu sehen in der zweiten Hälfte. Jetzt dann 10 Minuten vor dem Ende nochmal. Yannick Gerhardt bekommt da viel Platz und der macht es. Und der macht es. 81. Minute, das 1:0 für den VfL Wolfsburg. Ausgerechnet Yannick Gerhardt mit Kölner Vergangenheit trifft hier Gladbach mitten ins Mark. Erschüttert die Borussia. Sie kam nicht mehr zurück und so gewinnt am Sonntagabend der VfL Wolfsburg knapp mit 1:0 gegen
Borussia. Zum Abschluss des 21. Spieltags trafen der FC Bayern München und Arminia Bielefeld aufeinander und eigentlich könnten die Vorzeichen ja nicht deutlicher sein, aber die Bayern eben nach der Club-WM doch mit sehr vielen Kilometern in den Knochen und auch hier ganz früh negativ überrascht. Reinhold Jabo in der 11. Minute mit dem 1:0 für die Gäste. Sehr überraschend zu diesem Zeitpunkt, aber das war vom FC Bayern München einfach sträflich verteidigt und das hatte man ja auch gegen die Hertha schon teilweise gesehen. Bielefeld nutzte das jetzt nur einfach aus. Jetzt mal Gnabry, Lewandowski, zu Coman nochmal quergelegt, Müller gerätscht rein, kommt zu spät, aber Kingsley Coman stand auch im Abseits. Coman ja eine der wichtigsten Figuren aktuell beim FC Bayern München, lange Zeit bisschen unterm Radar gespielt, aber der kommt momentan richtig gut zur Geltung. Hier ist er eben in der verbotenen Zone. Aber die Bayern setzen nach. Guter Einsatz von Lewandowski, der jetzt auch mit der Hacke zu Leroy Sané und in der 34. Minute dann auch das 1:1 vollkommen verdient. Super gespielt, stark von Lewandowski mit der Hacke. Leroy Sané kommt dann frei zum Schuss vor Stefan Ortega und lässt sich diese Chance nicht mehr entgehen. Das 1:1 dann der Halbzeitstand und logischerweise hieß jetzt in der zweiten Halbzeit alles auf Attacke, Attacke, Attacke. Der FC Bayern München will hier gewinnen, muss hier mit seinen Ansprüchen auch gewinnen und sie waren auch in der Lage dazu, hier Bielefeld nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. Die hatten auch keine Gegenangriffe mehr. Coman mit der Chance. Wieder Ortega mit der Parade, aber auch wieder vor allem die Abseitssituation. Wieder haarscharf, das ist eine Fußspitze lang, aber eben auch die richtige Entscheidung. Wir springen schon in die Schlussphase. Der FC Bayern München, er tat sich extrem schwer, wollte hinten auch nicht mehr so viel Risiko gehen. Thomas Müller nochmal zu Hernandez, dreht sich gut. Niklas Süle aber von der Horn gestört sogar, so dass es am Ende nicht mal mehr eine Ecke gab. Der FC Bayern München stand hier also kurz vor dem 1:1 und Bielefeld vor allem, die es aber auch gut machten, kurz vor dem Mega-Coup, kurz vor dem 1:1. Nachspielzeit abgelaufen, aber nochmal ein Vorstoß mit Joshua Kimmich, der zurückblickt zu Lewandowski, Serge Gnabry, eigentlich ist viel Platz da für Coman links gewesen, aber Lewandowski bekommt den Ball, schließt dann auch nochmal ab, aber zu zentral und zu wenig Wucht dahinter. Ortega kann sich den Ball schnappen und hält tatsächlich das 1:1 für Bielefeld in den Händen fest. Und das ist auch durchaus verdient. Bayern war natürlich dominant, aber schaffte es nicht, gegen diesen Beton bei Bielefeld anzukommen. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.